willkommen bei Team Smolik. Wir freuen uns, dass ihr wieder am Start seid. Heute ein Video über Stockabwehr auf der Straße. Ist jetzt nicht gerade der Kampfsport-Part, aber wir haben ja auch Straßenvideos am Start, deswegen heute was darüber. So wie bereits erwähnt, wir sind ja SV-Experten mittlerweile, muss man dazu sagen. Zeigen wir euch, wie man Stockabwehr macht. Wenn der Markus mich jetzt hier angreift mit dem Stock, blocke ich einfach mit der Schulter. Der kommt hier jetzt zwar durch, aber es macht mir nicht viel aus, weil ich bin abgehärtet. Vor allem, wenn er dann hier auf dem Oberschenkel macht, Papp, auf dem Oberschenkel kenne ich vom K1, macht mir nichts aus, weil wir klärt uns immer ab, oder Markus? Genau. Also das kann man sehr, sehr gut trainieren. Einfach mal einen Stock nehmen. Ja, er spoilert schon ein bisschen. Wir haben hier natürlich einen SV-Experten, einen richtigen SV-Experten an unserer Seite. Kampfkunst Lifestyle hat sich wahrscheinlich hinten ein bisschen einen abgelacht über das, was ich gerade erzählt habe. Ist natürlich Quatsch gewesen. Ja. David ist heute da, um mir zu zeigen, uns zu zeigen, wie überhaupt so eine Stockabwehr funktioniert. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Natürlich hat man hier gerade gesehen, dass ich diese Stockabwehr genauso übernehmen werde in meiner Schule jetzt. Weil dann ist meine Schule schon leer, dann kann ich da schön relaxen. Nämlich alle. Nein, Quatsch. Nee, gut, wir werden das natürlich, Ironie natürlich, ist klar, ist ganz selbstverständlich. Wer keinen Humor versteht, tja, der hat leider nichts verstanden. So, und zwar ganz wichtig, wenn der Markus jetzt mit dem Stock ausholt, ne, und du jetzt in der Abwehr bist, ist ganz wichtig, wir haben hier zwei rote Zonen. Erste rote Zone ist diese. Hier, ja, da darf ich auch nicht mal meinen Ellbogen hochnehmen, weil auch diese rote Zone zerstört mir alles. Das ist anders als ein Punch, ein Stock zerdeppert mir in dem Augenblick alles. Zweite rote Zone ist rausgehen. Ich weiß, beim Kampfsport ist so, wenn Micha jetzt einen Schlag macht und ich rausgehe, ist das eigentlich eine ziemliche Safe-Zone, weil ich immer wieder neu anfangen kann. Aber auf der Street mit dem Stock nicht. Denn er holt aus, ich gehe zurück, hat er von da aus wieder die Möglichkeit auszuholen. Und ich muss mich immer wieder seinen Stockschlägen beweisen. Deswegen ganz, ganz wichtig, ich muss an ihn ran. Wo ist mir der Stock am ungefährlichsten? Ganz einfach, hier. Denn die Endpower des Stocks entfaltet sich hier. Ja, und da darf ich auf keinen Fall sowas machen oder aber auch sowas machen. Ja? Da ist vorbei, Ende und Speiche. Adieu. Deswegen ran an den Gegner, ran an den Mann. Ich schwimme, man muss sich das so vorstellen, als ob ich wirklich ins Wasser springe und hier schwimme. Ich schütze meinen Kopf und nimm die Ellbogen schön hoch. Ganz egal, ob jetzt hier die Rippen oder so, fällt dir bestimmt schwer, jetzt die Rippen voll aufzulassen. Ja. Aber in dem Augenblick musst du sie auflassen, gehst rein und stoppst quasi hier am Unterarm und gehst hier an den Nacken ran. Okay. Das ist so der erste Stopp. Warum stoppe ich ihn am Nacken? Wir drehen es einmal, Markus. Ganz einfach, wenn ich hier bin und er startet, muss ich hierbei eine Kontrolle Schiene haben. Das heißt, wenn ich ihn jetzt abgewehrt habe und er jetzt zum Takedown runter will, ja, muss ich trotzdem hier sichern können. Bin ich nur dran, wupp, und er geht runter zum Takedown, dann fliege ich, bin auf dem Boden und er hat nur einen Stock. Das ist dann ganz doof. Okay. Deswegen, wie gesagt, schön safe am Hals. Ich bin hier, wupp, hier dran. Das zweite, was ich tue, ist, bevor ich hebeln kann, bei uns ganz wichtig, wir sagen immer bei uns, keine Hebeltechnik vor einer Schocktechnik. Denn ich kann nicht hebeln, wenn er seiner ganzen Kraft hier noch voll Herr seiner Sinne ist und ich hänge hier, der ist noch voll da. Ich muss eine Schocktechnik setzen. Eine Schocktechnik wäre in dem Fall, boom, zum Unterleib. Ja, das wäre so die Schocktechnik, die ich setzen würde. Ich bin hier, tup, boom. Die zweite Technik wäre jetzt, ich gehe raus, eigentlich in die Nicht-Safe-Zone, jetzt wird sie eine Safe-Zone, gehe hier rein und greife jetzt, kannst du mich festhalten noch, und greife jetzt von hier aus meinen eigenen Ellbogen, weil wir nicht wissen, wie viel Kraft hat der Widersacher noch. Ich greife hier meinen eigenen Ellbogen und kann jetzt mich mit einer Rotation hier rausdrücken. Mhm. Genau. Kann jetzt Distanz aufnehmen mit einem Schritt zurück und habe den Stock selber. Wenn er jetzt schlagen sollte und auf mich zukommt, kann ich schön die Fäuste zerdeppern, Filipino Martial Arts System, alles was organisch ist, kann ich verletzen. Ja. Ganz wichtig noch, eine kleine Sache noch hier, ich schwimme hinein, wupp, ich bin hier und ganz wichtig ist, wenn ich jetzt natürlich den Angriff starte zum Unterleib, darf ich auch jetzt hier, während ich runterziehe, nicht hier rüber schwimmen lassen. Mhm. Ja, weil wenn der Ellbogen wieder frei ist, macht er Double Leg Takedown. Ja, und ich fliege. Deswegen immer auch bei dem hier schön unten lassen, das ist ganz, ganz wichtig. Okay. Ja, einmal versuchen. Hopp. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Hopp. Sehr gut, genau. Wie war das hier? Ja, jetzt schwimmst du einfach drüber, genau. Und jetzt gehst du raus. Hier in den Ellbogen. Ja, genau. Richtig. Genau. Eine Sache hast du hier noch so ein bisschen, was man verbessern kann. Der Rest war schon sehr gut, sah aus, als ob du die Technik schon 20 Mal gemacht hast. Also, du gehst hier rein,
kommst hier raus und jetzt ganz wichtig ist, du darfst nicht im Handgelenk hebeln, ja, weil da ist er zu fest, da stützen, ja, wir wieder, sondern ich bin kurz vor. Okay. Und auch war auch nicht zu weit, weil dann rutscht er wieder durch und kann mir da wieder. Okay. Ja, genau. Sehr schön. Und raus. Sehr gut. Genau. Richtig. Was wir jetzt tun werden, wenn jetzt ein Michael hier steht, ja, und jetzt ein Markus mit dem Stock angreift, dann braucht der Michael hier jetzt, mach mal, von hier aus, wo nicht wirklich die zweite Hand hier zur Unterstützung nehmen. Okay. Ja, weil du hast sehr viel Power, du, ja, hast einen sehr großen, massiven Rücken, da kriegst du ihn raus. Wenn jetzt aber ein kleiner, nehmen wir mal die Hälfte von dir, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel bei dir einen Stockangriff hier ankommen sehe, dann würde ich meine zweite Hand zur Hilfe nehmen, weil ich nicht weiß, ob die erste mich wirklich befreit oder besser gesagt dir den Stock ernimmt. Ganz wichtige Sache an der ganzen Geschichte ist, bevor es gleich richtig Action gibt, ich habe noch eine Überraschung, gibt eine richtig Action hier. Und zwar ganz wichtig ist es dabei auch noch, da nehme ich mal ganz kurz den lieben André mit ins Boot. Genau, einmal rein, ruhig mit Stock. Ja, genau. Einmal kennt ihr vielleicht von meinem Kanal, jetzt auch mal Gast bei Michael. Und zwar ganz wichtig ist es, wenn der liebe André zuschlägt und ihr eine Technik habt, dann muss sie immer funktionieren. Das heißt, André, hau mal so doll zu, wie du kannst in die Luft. Und los geht's. Ja, mit Anlauf, komm, einmal richtig, gib mal richtig Gas, und richtig. Ja, komm nochmal, mehr, da geht noch mehr, komm. So, wenn ihr jetzt eine Technik habt, wo ihr meint, ihr könnt einen Stock entwaffnen, und ich sage Ihnen, er soll nochmal so zu, und ihr sagt, bist du verrückt, dann schmeißt die Technik weg. Denn genau so wird dieser Angriff auf der Straße stattfinden. Das heißt, ich brauche ein Magnetfeld. Seine Distanz muss ich brechen mit meinem Magnetfeld. Das heißt, er darf jetzt nochmal genauso doll zuschlagen wie ihm. Und los geht's. Habt ihr gesehen, ich habe ihn gestoppt. Kann reinkommen. Warum? Weil ich ihn in der Mitte des Weges gestoppt habe. Ich habe nicht am Ende gestoppt. Wenn ich hier bin, jetzt brauchen wir nicht doll zuhauen, denn habe ich hier volle Reitseite des Dings drauf. Das heißt, es muss immer funktionieren. Ja? Alles klar. Versucht das mal. Einmal in der Anwendung nochmal. Und voll zuhauen und dann. Ja, sehr gut. Schön. Das macht er mich richtig gut. Sehr schön. Genau so. So, und jetzt haben wir noch eine schöne Übung. Jetzt hast du die Übung kapiert. Und jetzt hole ich mal noch den Nico mit ins Boot. Ich denke, ich habe die Übung kapiert. Ja. Jetzt kriegt der Markus noch den Stock. Jetzt kriegt der André noch den Stock. Und jetzt heißt es halt einfach, du bist in der Mitte. Achtest mal darauf, wie das Ganze stattfindet. Ich zeige einmal, wie es aussieht. Okay. Da kommt Stock an. Ich bin hier. Ja, und die nächsten sind immer wieder. Und das machen wir die ganze Zeit. Somit realisieren wir ein FF, also das heißt, das kommt nachher aus dem Sting. Ich darf nicht mehr drüber nachdenken, was ich machen muss, sondern es muss einfach, da kommt was, bumm. Und diese Schwimmtechnik benutzen wir auch nachher bei anderen Angriffen mit einer Selbstverteidigung. Okay. Ne? Okay? Ich wünsche dir viel Spaß. Ich bin bereit. Und los geht's. Ich mach Spaß. Beste Möglichkeit übrigens, das war die beste Antwort. Okay, und der weglaufen kann, los geht's. Gut, weiter geht's. Und weil der lieber Michael gerade richtig schön in der Wettkampf vorbereitet ist, haut er jetzt ganz schnell 10 Aufliegestück hoch. Und los geht's. Und jetzt bevor hoch ist, André bleibt hoch. Wenn das siehst, der kommt hoch direkt los. Und zack, zack, hoch. Jawohl. Jawohl. Sehr schön. Man sieht schon langsam, dass das Effekt drin. Klappt so aus dem Stingchen raus. Sehr gut. Danke. Sehr schön. Sehr gut. So, dann weiter. Sehr schön. Sehr, sehr nice. Ja, und so sehen auch im SV ganz viele auch Adrenalin-Drills aus, mit sehr viel Training zu vergleichen. Wir arbeiten auch sehr viel zwischendurch mit Liegestütz, dann kommen mal Würger, wo du die ganze Zeit reagieren musst, dann mal das, also auch konditionell. SV, coole Sache. Ja, SV heißt nicht immer gleichzeitig auch, ich mache nichts, schreie nur und trete in die Eier, sondern ja, ein bisschen mehr. Sehr, sehr geil. Auf jeden Fall Konditionseinheit absolviert. Dankeschön, David. Richtig. Riesenerfahrung für mich. Was ganz, ganz anderes. Noch nie die Technik gemacht. Und Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Das war's von diesem anstrengenden SV-Training. Wer David Russell noch nicht kennt, Kampf und Lifestyle, unten verlinkt. Da zeigt er noch mehr SV-Techniken. Ansonsten war's das mit dem Video. Bis zum nächsten Mal.